Jedermann glaubt ihn gut zu kennen, unseren Feldhasen. Den Kindern begegnet er schon im Märchen vom Hasen und Igel. Und kein Fabeltier übertrifft an Beliebtheit den Osterhasen. Und obwohl jedem Wanderer, der durch Feld und Flur streift, irgendwann einmal ein Hase über den Weg hoppelt, Hasen etwas länger und genauer zu beobachten, ist nicht ganz einfach. Mitunter wird der Hase gar mit diesem Tier, dem Kaninchen, verwechselt. Obwohl das Kaninchen kurze Ohren hat, außerdem viel kleiner gewachsen und grauer gefärbt ist. Kaninchen sind zudem gesellig und meist sieht man mehrere beieinander. Hasen tragen lange Tasthaare über der Oberlippe, den sogenannten Hasenbart, zur besseren Nahorientierung im Dunkeln. Ihre Oberlippe ist durch eine tiefe Furche, die Hasenscharte, geteilt. Die großen, seitlich am Kopf stehenden Augen sind charakteristisch für ein Tier, das sein Heil in der Flucht suchen muss. Ihrer Lage nach ermöglichen sie einen fast völligen Rundumblick. Und geradezu sprichwörtlich sind natürlich die langen Löffel des Hasen. Diese großen Schalltrichter sind sein wichtigstes Fernsinnesorgan und für uns ein sicheres Erkennungszeichen des Hasen. Droht ihm Gefahr, legt er sie an. Der Hase drückt sich erst, springt aber bald ab. Der unterseits weiß behaarte Schwanz des Hasen, seine Blume, ist sein Schlusslicht. Wie wir gleich sehen werden, spielt er bei der Anlockung eines Partners eine große Rolle. An einem zeitigen Vorfrühlingsmorgen kommt der Hase vorsichtig sichernd aus seiner Dickung. Er läuft einer Häsin nach, denn die Hasen treiben jetzt, wie der Jäger sagt. Das heißt, die Paarungszeit hat begonnen. Der Rammler, der männliche Hase, folgt einer Häsin auf Schritt und Tritt. Läuft sie los, rennt er hinterher. Man sieht aber bald, dass es sich eher um ein Spiel, denn um ein ernsthaftes Weglaufen handelt. Weder will die Häsin wirklich verschwinden, noch der Rammler sie tatsächlich einholen. Dabei zeigen die Langstreckenläufer mit den langen, sprungfederartigen Hinterläufen das berühmte Hakenschlagen. Das ungebremste Weiterlaufen im scharfen Winkel zur bisherigen Fluchtrichtung, mit dem die Hasen den meisten sie hetzenden Raubfeinden das Nachsehen geben. Die bisher gemessenen Höchstgeschwindigkeiten von Hasen bei der Flucht lagen zwischen 50 und 70 Stundenkilometern. Bei der Werbung um den Partner geht es allerdings nicht ganz so eilig zu. Hier mischt sich nun ein Nebenbuhler in die Werbung ein und wird selbstverständlich schnell davongejagt. Während sich die Rammler ernsthaft um die Häsin streiten, haben die Auseinandersetzungen zwischen Häsin und Hase eher den Charakter von Scheinkämpfen. Die Rammler trachten danach, die Häsin immer wieder in Bewegung zu setzen. Dabei verringert sich allmählich der Abstand zwischen beiden, der anfänglich mehrere Meter betrug. Auch auf andere Hasen, die sich auf einem Rammelplatz einfinden, wirken solche Paarungsläufe stimulierend. Und sie schließen sich gern den vorbeilaufenden Artgenossen an, werden aber schließlich als unerwünschte Nebenbuhler verjagt. Endlich lässt die Häsin ihr Interesse an ihrem Verfolger erkennen. Er nimmt ihre Witterung auf und sie deutet an, dass der Zeitpunkt für die Kopulation allmählich näher kommt. Nunmehr spielt der Schwanz eine große Rolle. Das Schwanzwedeln der Häsin ist für den Rammler ein sexueller Reiz. Die Bewegung der duftgesättigten Schwanzunterseite wirkt wie eine Duftschleuder und gibt dabei zudem die Ausführgänge der sonst verdeckten Afterdrüsen der Häsin frei. Hasen in der offenen Feldflur bei ihren weiträumigen Paarungsspielen zu filmen, ohne zu stören, ist nicht ganz einfach. Noch wehrt die Häsin den sie bedrängenden Hasen ab und erlaubt keine längere Körperberührung. Auch der Nebenbuhler ist als Störquelle noch vorhanden.
Mit dieser Imponierhaltung will der Hase sowohl die Häsin wie seinen Rivalen beeindrucken. Unermüdlich wirbt der Hase um seine Häsin. Es kommt darauf an, dass sich ihre Berührungsscheu allmählich verringert. Ebenso wichtig aber ist, dass durch die andauernde Bedrängung in ihrem Körperinneren die hormonellen Vorgänge, die schließlich dazu führen, dass befruchtungsfähige Eier bereitstehen, in der richtigen Weise ablaufen. Den Zeitpunkt der Paarung bestimmt mit dem eine Kopulation ermöglichenden Verhalten allein die Häsin. Selbst wenn es bei den Werbeauseinandersetzungen noch immer rau zugeht, zu einer Vergewaltigung der Häsin wird es nicht kommen. Stunde um Stunde verrinnt und es heißt, nur nicht müde werden hinter der Kamera. Und da ist der erste Schnauzenkontakt. Die Ohrfeigen, die sich der Hase dafür eingehandelt hat, werden ihn nicht mehr verprellen. Die Scheu vor dem Körperkontakt nimmt bei der Häsin mehr und mehr ab. Es wird noch weitere Schnauzenkontakte geben, auch noch viele Abwehrschläge. Und dennoch wird der Zeitpunkt der Kopulation bald herangekommen sein. Es verging noch etwas mehr als eine weitere Stunde, ehe das Paar kopulierte. Die Paarung dauerte nur 10 Sekunden, die übliche Zeit für eine Hasenhochzeit. Werden wir das Glück haben, noch eine weitere Paarung filmen zu können? Wieder hebt die Häsin die Hinterläufe an, biegt den Rücken durch und lässt sich decken. In den folgenden 10 Minuten paarte sich das Hasenpaar noch einige Male, ehe es sich wieder der Nahrungsaufnahme zuwandte. Nach der Paarung bleiben die Hasenpaare noch längere Zeit zusammen. Leider kann man den Hasen tagsüber nur noch in wenigen ungestörten Feldfluren beobachten. Fast überall ist er inzwischen nachtaktiv geworden. Im Gegensatz zum Kaninchen legt der Hase keine Erdbaue an, in die er sich bei Gefahr, aber auch bei Kälte oder Nässe zurückziehen könnte. Wenn er sich in eine Ackerfurche drückt, vertraut er seiner Tarnfärbung. Ruhepausen verbringt er in seiner Sasse, möglichst geschützt liegend und in der Sonne. Mit seinen kräftigen Vorderpfoten gräbt er an einer windgeschützten Stelle so lange das Erdreich aus, bis eine Bodenmulde entstanden ist, die seinen Körpermaßen entspricht. Wenn sich der Hase dann in seine Sasse drückt, verschmilzt er optisch derart mit der umgebenden Natur, dass man sehr scharfe Augen haben muss, um ihn zu entdecken. Seine Tarnung ist tatsächlich perfekt. Mit offenen Augen dösend kann er stundenlang in der Sasse liegen. Hartnäckig hält sich die Meinung, der Hase schliefe auch mit offenen Augen. Doch diese Ansicht ist falsch. Er schläft mit geschlossenen Augen, wie andere Tiere auch. Nach 42 bis 43 Tagen Tragzeit setzt die Häsin meist 1 bis 3 Junge. Als Nestflüchter sind sie völlig behaart und sie haben funktionstüchtige, offene Augen. Neugeborene Kaninchen hingegen sind noch nackt und bei geschlossenen Augen blind. Von der ersten Stunde an sind die Junghasen vielen Gefährdungen ausgesetzt. Junge Füchse sind in diesem Alter kaum satt zu bekommen. Nicht in einem tiefen Erdbau verborgen, wie die jungen Kaninchen, gelingt es der Fuchsfähe, so manches Hasenkind aufzuspüren, obwohl die Junghasen noch keine Körperdüfte abgeben und sich dadurch nicht verraten. Die scharfäugige Füchsin findet sie dennoch. Auch das bleibt den Wildkaninchen in den ersten Wochen erspart. Die chemische Dusche. Gerade im Frühjahr werden viele Felder mit giftigen Chemikalien besprüht und dies mehrfach. Bei Gefahr drücken sich die Junghasen flach auf den Boden. Ein Verhalten, das sie vor ihren Beutefeinden Fuchs und Habicht schützen kann, das aber einer Maschine gegenüber allzu häufig zur tödlichen Gefahr wird.
Dauerregen und plötzlicher Kälteeinbruch begünstigen durch Schwächung der Abwehrkräfte des Hasen die Ausbreitung ihrer Krankheiten und Parasiten. Vor allem auch den Befall mit Kokzidien, sodass manchmal fast alle Junghasen des ersten Wurfes hinweggerafft sind, ehe es endlich wirklich Frühling und damit warm wird. Nun könnten Nahrung und Deckung im Überfluss da sein. Doch paradiesische Zeiten gibt es kaum noch im Leben unserer Feldhasen. Weiter geht die chemische Behandlung der Felder, etwa gegen Pilzerkrankungen der Nutzpflanzen. Nach einer Sprühaktion und nachdem gebeiztes Saatgut verwandt wurde, fand eine Forschergruppe aus Wien in den Feldhasen einen gefährlich hohen Quecksilbergehalt. Als unter dem Einfluss des mehr und mehr Ackerbau treibenden Menschen im Mittelalter bei uns der Wald der Kulturlandschaft weichen musste, fand der Hase, ursprünglich ein Bewohner voreiszeitlicher Steppengebiete, nunmehr auch bei uns ideale Lebensräume. Sein Bestand nahm zu. Zwischen den Kulturpflanzen wuchsen überall die für ihn lebensnotwendigen Wildpflanzen als Unkräuter. Herbizide und Insektizide waren noch unbekannt. Das vielfältige Mosaik einer kleinen bis mittelbäuerlichen Ackerlandschaft mit Hecken, Grünflächen, Obstgärten, Gräben und Wegeböschungen wurde zu idealen Lebensräumen für den Hasen, sodass man jahrhundertelang gerade den Hasen als einen typischen Kulturfolger des Menschen bezeichnen konnte. Solange an den Feldwegen noch zahlreiche Wildkräuter, wie etwa die Kamille, wucherten, gab es auch reiche, gesunde Hasenbestände. Doch in unserem Denken beeinträchtigen Unkräuter nur die Qualität und Quantität der Ernte. Keimend werden sie schon vergiftet. Ein Feldweg hat heute dem Hasen nichts mehr zu bieten. Gründliche Untersuchungen haben sogar ergeben, dass es selbst auf den Feldern während der Wachstumsperiode für Hasen Nahrungsengpässe gibt, weil ihnen auch dort die Wildkräuter, die für uns Unkräuter sind, fehlen. Ein karges Leben für den Feldhasen in einer Zeit, in der wir eher an landwirtschaftlicher Überproduktion denn an Mangel an Feldfrüchten leiden. Sollte uns das nicht zu denken geben? So sind die kräuterreichen kleinteiligen und damit sowohl in den landwirtschaftlichen Strukturen wie im Anbau vielfältigen Feldfluren heute schon derart selten zu finden, dass die dramatische Abnahme der Hasenbestände, die man seit Jahren beobachtet, eigentlich nicht verwunderlich ist. Doch die Verarmung unserer Landschaft und die Verödung der Feldfluren zu Monokulturen ist nur eine der Ursachen für das Verschwinden der Feldhasen. Sicher die wichtigste, aber eben leider nicht die einzige. Die andere von großer Bedeutung hängt damit zusammen, dass heute Maschinen in allen Bereichen unseres Lebens so eine große Rolle spielen. Freizeitvergnügen dieser Art in der Feldflur veranlassen, wenn sicher auch meist unbeabsichtigt, den Hasen und andere Tiere häufig zur Flucht. Im Sprunggalopp mit Luftsprüngen, bei denen der Hase für einen Augenblick frei durch die Luft fliegt, muss er immer wieder vor Störungen fliehen. Solche Art Stress im Übermaß bringt auch einem Hasen in bester Kondition bald den Tod durch Erschöpfung. Oft endet eine Hasenflucht aber so. Mehr als 100.000 Hasen werden jährlich überfahren. Die Zahl der Kaninchen, die auf Straßen den Tod finden, kennt niemand. Jäger gaben die Parole aus, der Mäusebussard sei für die Hasenmisere verantwortlich, obwohl dieser Greif gesunde, erwachsene Hasen gar nicht schlagen kann. Er hätte das heute auch nicht nötig. Unsere Autos und Maschinen sorgen dafür, dass es ihm neben den erbeuteten Mäusen auch an Hasen nicht fehlt. So wurde die Erfindung des Kreiselmähers, der die Wiesen knapp über den Boden schneidet, für Hasen und andere Tiere der Feldflur zu einem todbringenden Produkt unserer Technik. Es ist eben ein falsches Verhalten, sich vor dieser herankommenden Maschinengefahr durch Drücken an den Boden retten zu wollen, wie es hier eine brütende Fasanenhenne glaubte tun zu sollen. In früheren Jahrhunderten gingen die Erntearbeiten im Hochsommer gewissermaßen unkoordiniert vor sich. Die heutigen Großmaschinen schaffen es, in der flurbereinigten Agrarlandschaft mit den ausgedehnten maschinengerechten Monokulturen kilometerweite Landstriche sozusagen über Tag in blanke Äcker zu verwandeln.
Wohin sollen da die Hasen flüchten, wenn Hecken, Böschungen und Feldgehölze fehlen? Man spricht vom Ernteschock der Hasen, eine Folge übergroßen Stresses, der ihre Bestände dezimiert hat. Mit den ersten Nachtfrösten hält der Herbst seinen Einzug in den Hasenbiotopen. Kalte Winde fegen über die blanken Felder. Die Hasen legen sich jetzt ein dickes Wollkleid zu, denn sie müssen auch die kalte Jahreszeit ohne einen schützenden Bau überstehen. Die fehlende Deckung zwingt jetzt die Hasen dazu, sich öfter möglichst unauffällig aus dem Staub zu machen. Bei steter Wachsamkeit darauf vertrauend, wenig auffällig zu sein, lassen Hasen Menschen manchmal bis auf wenige Schritte herankommen. An Versuchstieren hat man festgestellt, dass ihre Herzfrequenz in solchen extremen Stresssituationen erstaunlicherweise auf die Hälfte des Normalwertes absinken kann, was Hasen ein derart dreistes Verhalten erst ermöglicht. Sie sind also in solchen Situationen ganz gewiss keine Angsthasen. Vom 1. Oktober bis zum 15. Januar wird bei uns zur Hasenjagd geblasen. Viele Jäger sind des Hasen tot, sagt man ganz sicher nicht zu Unrecht. Obwohl der Feldhase keine Trophäe trägt, ist er unter dem Niederwild in vielen Revieren noch immer das Jagdwild Nummer 1. Bis zum Jahre 1978 wurden Jahr für Jahr rund 1 Million Feldhasen geschossen. Doch seither hört man Hahn in Ruh immer häufiger in Jägerkreisen, was beim Anblick einer solchen Strecke auch recht gut verständlich ist. Wenn dann der erste Neuschnee gefallen ist und eine geschlossene Schneedecke die Fluren überzieht, verraten die Spuren etwas von der Aktivität der Hasen. Sie durchwandern auch im Winter ständig ihr Wohngebiet. Die Hasenspur gibt ihren hoppelnden Lauf gut wieder. Die Vorderläufe werden kurz nacheinander, die Hinterläufe seitlich am Körper vorbeigeführt, aber gleichzeitig aufgesetzt. Im Spurbild drücken diese sich dann vor den Vorderläufen in den Schnee. Vom Spätherbst an haben sich die Hasen ein Fettdepot zugelegt, das sie jetzt sowohl als Wärmeschutz als auch als Kalorienreserve gut gebrauchen können. Statt der Kräuter spielen im Winter Süßgräser in ihrem Speisezettel eine große Rolle. Nur wenn sie bei hohem Schnee an diese nicht herankommen, nehmen sie notfalls auch mit verholzten und trockenen Pflanzenteilen Vorlieb, die sie oberhalb der Schneedecke erreichen können. Ein harter Winter bringt aber den Hasen stets auch entsprechend lange Hungerperioden. Vor allem, wenn die Schneedecke verharscht, wird es für die Hasen immer schwieriger, an noch frische, unter dem Schnee verborgene Gräser heranzukommen, weil sie verharschten Schnee nicht aufgraben können. In solchen Zeiten nehmen die Hasen kilometerlange Wanderungen in Kauf, um zu den noch zugänglichen Äsungsplätzen zu gelangen. Man kann sie dort dann oft zu mehreren gemeinsam fressen sehen. Bei extremen Wetterlagen hat es schon regelrechte Massenwanderungen von Hasen auf der Suche nach Nahrung gegeben. In deckungsarmer, verschneiter Landschaft gut sichtbar, verraten die Hasen noch einige besondere Fähigkeiten. Etwa einen Steilhang zu erklettern. Oder mit einem 2,5-Meter-Sprung über ein Hindernis zu setzen. Wenn es Hunger und Wetter zulassen, verbringt der Hase aber auch im Winter viele Stunden des Tages in der Sasse. Hier harrt er aus, bis die wieder wärmende Sonne das nächste Frühjahr ahnen lässt.